Leute, zurück zu einem neuen Video. Hallo von Alfredo und mir. Falls ihr Alfredo noch nicht kennt, das ist mein Mitbewohner, der langsam schon dabei ist, uns zu verlassen. Nein, genug von Alfredo. Ich freue mich, euch alle herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Hauptkanal, ja, Freunde, begrüßen zu dürfen. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt wieder regelmäßig Videos drehen. Hat dann ja nach dem letzten Video nicht ganz so geklappt. Aber auf Shantifan habe ich euch mitgenommen regelmäßig, um zu sehen, wie sich hier meine Wohnung verändert und warum das hinter mir da auf dem Boden liegt. Müsst ihr da mal vorbeischauen. Da nehme ich euch eigentlich immer mit. Heute habe ich auf jeden Fall ein richtig cooles Video für euch. Und zwar zeige ich euch Rezepte slash Snacks mit nicht 5, nicht 4, nicht 3, sondern mit nur 2. Zutaten. Unter anderem ist dabei auch ein Nutella-Kuchen mit nur 2 Zutaten eben. Und da war ich sehr gespannt, den zu machen, wie das Ganze geworden ist. Werde ich euch am Ende auch zeigen. Und natürlich mache ich auch den Geschmackstest. Hello, what's happening? Falls ihr Lust habt, dass ich einen zweiten Teil mache, ich zeige sehr oft das Peace-Zeichen. Falls ihr einen zweiten Teil haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, dann könnten wir daraus vielleicht sogar eine Videoreihe machen. Und ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und ja, viel Spaß. Los geht es hiermit und zwar ist das eine Oreo-Schokolade. Und dafür braucht ihr einfach nur 6 bis 8 Oreo-Kekse und weiße Schokolade. Und alles, was ihr machen müsst, ist einfach eure Oreo-Kekse in so einer schönen Tüte zu zermalmen. Passt bitte auf, dass ihr nichts in der Küche von euren Eltern kaputt macht. Und sonst könnt ihr das auch mit den Händen so ein bisschen zerkleinern. Und ich habe jetzt darauf geachtet, dass die Stückchen nicht zu klein sind, weil ich mag große Stücke in der Schokolade. Dann nehme ich mir so einen Topf mit etwas Wasser, erhitze das und schmelze dann in der Schüssel darüber die Schokolade, bis sie ganz flüssig ist. Wenn die Schokolade dann geschmolzen ist, rührt ihr einfach noch eure Oreo-Kekse unter und dann, Fehler von mir, nicht in so einen Container, weil da habe ich die fast gar nicht rausbekommen, sondern am besten auf einem Backpapier oder so. Da könnt ihr dann die Schokolade drauf verteilen, ein bisschen flach drücken, ein bisschen ordentlicher machen und je nachdem, wie viel Schokolade ihr halt nehmt, wird es auch nicht so krümelig wie bei mir. Ihr könnt auch noch eine Schokolade so eine Schicht drüber geben und dann muss es einfach nur noch in den Kühlschrank. Und sieht dann so aus. Super lecker und das müsst ihr dann nur noch rauslösen. Wie gesagt, ich habe es nicht so schlau gemacht. Ich hatte ein paar Probleme, die da rauszubekommen. Deswegen ist sie so sehr stückelig geworden, aber hat trotzdem sehr gut geschmeckt. Wie jetzt im Geschmackstest gezeigt. Geschmackstest! Kommen wir zum nächsten Rezept und das sind Käsecroissants. Dafür braucht ihr Croissants und Käse. Die Croissants bereitet ihr dann einfach nach Packungsanleitung zu und das Einzige, was ihr mit dem Käse macht, ist den in die Croissants zu geben und dann einzurollen. Da könnt ihr natürlich auch alles andere nehmen, worauf ihr Lust habt. Ich finde halt Käse ist ziemlich geil, deswegen habe ich Käse genommen. Nehmt ruhig richtig viel, weil dann schmeckt es am Ende noch geiler. Und ja, das kommt dann einfach, nachdem ihr alles eingerollt habt, in den Ofen und yes, dann brutzelt es da drin, bis es dann fertig ist. Und wenn sie dann fertig sind, müssten sie ungefähr so aussehen. Ich habe meine jetzt ein bisschen lang drin gelassen, aber es geht auch noch und yes, schaut euch das an, diese Schönheit. Ich weiß. I'm gonna make the food test for you. Als nächstes machen wir Banana Nice Cream. Die kennt ihr bestimmt. Dafür braucht ihr einmal gefrorene Bananen und Topping eurer Wahl. Also ich habe jetzt Blaubeeren genommen, ihr könnt aber auch Peanut Butter nehmen. Dann habt ihr so Peanut Butter Ice Cream. Und die gefrorenen Bananen müsst ihr dann einfach nur mixen. Bei mir wird es eher immer so ein Mousse. Bei mir ist es noch nie wie eine Eiscreme geworden, aber es ist trotzdem sehr lecker. Und das gebe ich dann einfach in eine Schüssel mit meinem Topping. Ich wollte eigentlich Peanut Butter nehmen, aber ich hatte leider keine ungezuckerte Peanut Butter gefunden. Deswegen habe ich Blaubeeren genommen. Und jetzt kommen wir zu dem Rezept, worauf alle gewartet haben. Richtig,
der Nutella-Kuchen. Und dafür braucht ihr nur Nutella und Eier. Das war's auch schon. Und die genauen Mengenangaben schreibe ich nochmal in die Infobox. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, eure Eier in eine Schüssel zu schlagen und dann so lange mit eurem Handmixer oder der Küchenmaschine zu mixen, bis sie die dreifache Menge an Volumen angenommen haben und bis die Farbe so hellgelb geworden ist. Das dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten, würde ich sagen. Und die Konsistenz ist für diesen Kuchen sehr, sehr wichtig, weil sonst klappt das Ganze nicht so richtig. Die Nutella habe ich dann kurz in einem Wasserbad erhitzt. Ihr könnt das auch in der Mikrowelle machen. Und dann habe ich die Eier dazu gegeben. Passt darauf auf, dass das Nutella, die Nutella, keine Ahnung, nicht mehr heiß ist, damit das Ei dann nicht stockt. Und dann müsst ihr die Masse einfach miteinander unterheben. Nicht rühren, sondern wirklich unterheben. Das dauert zwar ein bisschen, aber glaubt mir, es klappt irgendwann. Und wenn die Masse dann so einigermaßen vermischt ist, könnt ihr sie in eine gefettete Springform geben und das Ganze kommt dann bei 170 Grad in den Ofen. Ich habe das ungefähr so 20 bis 25 Minuten drin gelassen und dann sollte der Kuchen eigentlich fertig sein. Und dann habe ich den Geschmackstest gemacht und natürlich hat meine Kamera keinen Ton aufgenommen, deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach mal für euch professionell synchronisieren. Ach Leute, ich bin ganz aufgeregt. Oh, der Kuchen. Hang, 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 hang. Oh mein Gott. Yum, 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 yum. Lecker. Oh wow, ich bin überwältigt. Oh wow. Ich bin süß. Ich weiß, das habe ich sehr professionell synchronisiert. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und dass es euch gefallen hat. Und falls ihr das nachmacht, dann schickt mir die Bilder auf Instagram oder Twitter, damit ich sie sehe. Und ja, falls ihr, wie gesagt, einen zweiten Teil haben wollt, dann lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss!